Ja, hallo ihr Lieben, das erste Haul-Video hier aus dem neuen Store. Ihr seht ja schon im Hintergrund, ich weiß, ich mache das jetzt immer noch mit meiner relativ günstigen 15-Euro-Webcam hier meine Haul-Videos. Vielleicht sollte ich mir da jetzt irgendwann mal demnächst, wenn ich das jetzt hier oben eingerichtet habe und es ist ja alles schicker geworden, vielleicht dann auch mal mit der GoPro oder vielleicht mit einem Camcorder oder so die Videos aufnehmen. Aber für meine Bedürfnisse reicht es noch und ich hoffe, das passt jetzt so einigermaßen auch mit der Beleuchtung, weil jetzt auch hier die Lampen alle anders stehen. Wenn jetzt hier irgendwas wirklich viel schlechter ist, Ton, Beleuchtung, was auch immer, oder der Fokus schwankt hin und her und euch gefällt das jetzt nicht so, weist mich da gerne drauf hin. Solange es natürlich in einem Rahmen ist. Ich kriege da manchmal Infos, ja, kauft ihr doch das und das und das. Aber das ist ja so ein kleiner YouTube-Kanal, da einfach ein bisschen als Werbung für meinen Bricklink-Store, den ihr ja hier schon so leicht halb fokussiert im Hintergrund seht, dienen soll. Da werde ich natürlich kein Equipment für mehrere hundert Euro holen. Ich möchte definitiv kein hauptberuflicher YouTuber werden, sondern das hier simpel halten. Heute ein Haul-Video. Ich kann mir kurz mal zur Seite drehen. Der ganze Kladderadatsch ist nämlich angekommen. Viel Material für den Bricklink Store heute, was wir hier verwenden wollen. Wir hatten ja besprochen, dass die Wand jetzt hier in meinem Rücken, dass die fest ist und dass diese Wand mit Stanley Magazin ausgestattet werden soll. Und alles, was ihr seht, was rot ist, also diese drei roten Magazine, die hier unten seht ihr jetzt nur so angedeutet, hier so in meinem Rücken hinterm Stuhl, die sind noch provisorisch und fallen weg. Und die auf der Seite, die roten, fallen auch weg. Irgendwann kommt auch das Regal hier hinter den Monitor oben an die Decke, dass wir dann die mit den Stanley-Magazinen, die beiden Wände noch wirklich voll ausstatten können. Habe ich aber alles in der ersten Roomtour gezeigt. Heute geht es auf jeden Fall darum, dass wir Material haben. Das erste, das packe ich jetzt nicht aus, das möchte ich jetzt noch aufbauen. Und zwar ist das, kann man jetzt hier nicht so gut erkennen, ich kann es euch aber erzählen. Und zwar ist das ein Servierwagen. So ein Küchenservierwagen, den habe ich mir jetzt testweise einfach mal bestellt, weil ich mir gedacht habe, ich brauche etwas, wo ich meine Minifiguren reinpacke. Die sind nämlich immer noch im Keller unten in den Holzschränken, die ihr aus meinen alten Vlogs kennt. Und dieser Servierwagen hier hat 20 Schubladen und meine Idee war dahinter, dass ich dann zumindest 18 dieser Schubladen vielleicht für Minifiguren in Zukunft benutzen kann. Dadurch, dass es ein Rollwagen ist, ist er flexibel. Ich kann es immer dahin packen, wo es gerade nicht stört. Und meine Hoffnung ist, dass er so stabil ist, dass ich wirklich mein Tablett hier, was ja alle kennen, mit dem ich meine Bestellungen packe, dass ich das oben drauf packen kann. Da hinten liegt auch noch ein Tablethalter, dass ich vielleicht das Tablet auf den Servierwagen mache. Davor kann ich hier meine Boxen packen und dass ich das dann immer. Es sind ja keine großen Wege hier. Wir haben ja hier, der Raum ist ein bisschen größer, aber nicht viel größer. Aber dass ich dann einfach das Tablet immer bei mir habe und dazu noch den Gewinn habe, dass ich diese 20 Schubladen Lagerplatz für die Minifiguren gewinne. Ja, das packe ich jetzt nicht aus, das schiebe ich zur Seite. Ich hoffe wirklich sehr, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir einfach nach vorne, nach hinten durch. Es ist teilweise Material für den Bricklink Store, teilweise Waren für den Bricklink Store, also Lego. Ich weiß jetzt auch, ich weiß, was ich bestellt habe, aber wie immer bei mir im Laufe der Zeit, manchmal sind noch Lieferungen offen, vergesse ich dann, was wo wie bestellt wurde und überrasche mich manchmal selber, ein bisschen wie Weihnachten. Ah ja, genau. Das erste, okay, das Ding ist wesentlich größer als ich dachte. Und zwar wollte ich ja meine Beschriftungen etwas schöner machen. Und dafür habe ich mir bestellt, werde ich dann auch nochmal ausgiebig testen, so einen Brother P-Touch. Die benutzen wir auf der Arbeit auch. Allerdings benutzen wir bei mir auf der Arbeit die etwas günstigeren Varianten. Ich habe jetzt eine etwas teurere genommen. Da steht ja D610 BTVP. Ist jetzt so ein mittelklassiges Modell, was die Kosten angeht, würde ich sagen. Aber ich habe gedacht, mal so ein bisschen Professionalität in meine Beschriftung reinzukriegen, gerade wenn wir jetzt auch im Keller den großen Sortierbereich machen, dass ich mir vernünftige Etiketten ausdrucken kann, habe ich gedacht, warum nicht? Das probiere ich definitiv einmal aus. Das werde ich auch nachher dann einmal testen. Und dann werde ich euch natürlich berichten, wie es läuft. Und ihr werdet natürlich auch in meinem Blog sehen, was das Gerät denn kann. Ich habe allerdings nicht erwartet, dass mir hier so ein Riesenkoffer geliefert wird. Also da bin ich jetzt sehr überrascht von. Deswegen war ich da kurz stutzig, was da drin ist. Ich habe erwartet, dass ich so ein kleines Paket bekomme, vielleicht in der Größe von meiner Box hier oder so. Aber gut,
Ich gucke es mir auf jeden Fall. Eigentlich können wir noch einmal auspacken, wie er aussieht, oder? Wenn wir hier schon dabei sind, warum denn nicht? Wir haben ja alle Zeit. Und wenn es euch nicht interessiert, wie das Ding ausgepackt aussieht, spult ihr einfach vor. Das ist ja das Schöne an den Videos. Und gucken wir uns das einmal an. Es ist auf jeden Fall eine Rolle dabei. Ich habe auf jeden Fall Etikettenrollen auch nochmal mitbestellt. Die werden gleich auch noch in einem der Kartons da sein. Und ja, so von der Größe her vom Gerät, Anleitung ist dabei. Das ist dann auch das, was ich tatsächlich eher so erwartet hätte. Und ich denke mal, die meisten von euch benutzen diese Labeldrucker ja schon für ihre Stores. Bei mir ist es jetzt was Neues. Ich hatte ja, ich kann das ja eine mal hier rausziehen. Tatsächlich meine Schubladen immer so von Hand beschriftet mit A1629. Das möchte ich dann in Zukunft hier rüber machen. Spart einfach ein bisschen Zeit und sieht auch, denke ich, ordentlich noch ein bisschen professioneller aus. Und ja, es war jetzt einfach so weit, dass ich sage, vom Umsatz her kann ich mir sowas mal leisten. Und warum nicht auch mal was Schönes gönnen, oder? Dass der Store ein bisschen professioneller wird. Genau, dann gehen wir zum nächsten Paket über. Ich würde sagen, wahrscheinlich werden das dann hier die Rollen sein, weil ich sonst nichts anderes bestellt habe. Genau, noch einmal eine Ersatzrolle, die legen wir dabei. Ist jetzt nicht so interessant. Aber ja, dann kommen wir jetzt zu den schönen Sachen. Fangen wir doch einfach mal hier an. Das ist eine Bestellung von Lego und das ist ja das, was die meisten da doch interessiert. Was kaufe ich zum Ausparten? Ich glaube nicht, dass hier Sets drin sind, dass wir noch eine Analyse in das Vollvideo einbauen müssen. Aber vielleicht auch schon. Genau, und zwar bei Lego gibt es im Moment mal wieder eine GWP-Aktion. Erstmal, ich habe bestellt, hatten sie im Angebot diesen, diesen Quidditch-Koffer aus Hogwarts. Es ist jetzt nicht das überragende Set, aber es war tatsächlich vom Part-Out-Value her okay. Und ich brauchte halt 80 Euro, um auf die GWP-Anzahl zu bekommen. Und da gab es dann 3 GWPs. Die werde ich auch alle ausparten. Einmal hier das Osterhaus, kam übrigens richtig schön zerschmettert an. Das heißt, es gibt ja auch Lego-Investoren, für die wäre das jetzt schon wieder super gut gewesen. Aber das Set wollte ich eh ausparten. Das haben wir hier bekommen. Als zweites GWP gab es dann noch so eine kleine Osterhasen-Polybag dabei. Auch die wird ausgepartet werden. Und als drittes gibt es hier immer noch über Brickmerch diesen Sandwich-Shop. Und das halt ab 80 Euro Einkaufswert und 3 GWPs ab 80 Euro machen den Einkaufspreis schon immer ziemlich gut wett. Also diese 3 GWPs, alle 3 zum Ausparten für den Bricklink-Store. Brickling Store, auch der Hogwarts Koffer kommt auf das Part-Out-File, wird auch auseinandergenommen. Das macht definitiv Sinn. Und wenn man für 80 Euro 3 GWPs kriegt, das ist vielleicht was, was wir kurz mal analysieren können. Machen wir gleich, machen wir am Ende. Wir packen jetzt erstmal hier aus. Das ist wieder so eine Bestellung, die ich mal gerne mache. Natürlich hat dieser Quidditch-Koffer keine 80 Euro gekostet. Und um auf diese 3 GWPs zu bekommen, ich hatte ja mal in einem Video erwähnt in letzter Zeit oder in einem meiner Vlogs, dass mir die weißen Pflanzen mal wieder ausgegangen sind. Und da wie immer, es ist nicht viel Gewinn, die man macht pro Pflanze. 3 bis 5 Cent Gewinn pro Pflanze vielleicht. Kommt immer auf die Farben an, bei manchen gibt es auch 5 oder 10 Cent Gewinn. Aber da geht es einfach darum, dass das beliebte Teile sind. Und da habe ich dann für die anderen 40 Euro, die mir fehlten, für die 80 Euro Einkaufswert, habe ich einfach Pflanzen gestellt und auch die kommen dann einfach in den Bricklink Store. Ich finde, das ist immer gut, die in großen Mengen da zu haben, weil die einfach sehr häufig in allen Farben bestellt werden, bei mir zumindest. Und die habe ich einfach gerne da. Ich schmeiße das mal alles hier zur Seite. Die Polybags kommen auf meine Polybag-Kiste. Die beiden Sets kann ich vielleicht nachher direkt noch ausparken. Und dann würde ich sagen, weil das jetzt mit der Lego-Bestellung so schön war, packen wir direkt die nächste von Lego aus. Das sollte nämlich nochmal die gleiche GWP-Welle sein. Und ich glaube, ich kann ja mal kurz einmal am PC nachgucken, dass es immer noch alle 3 GWPs gibt. Schön ist jetzt, ich habe ja hier 2 Monitore, dann kann man mal schön gucken. Also den Sandwich-Laden gibt es noch als Gutschein, was sehr gut ist. Und es gibt bei Lego noch Osterangebote. Schauen wir doch einmal. Ne? Einkaufen, Angebote und Aktionen.
Also ja, zur Zeitpunkt des Videos, ich kann euch das ja einmal hier kurz rüberziehen und mache mich ein bisschen. Ah ne, muss ich OBS auf die andere Seite ziehen. Verzeiht mir bitte, ich bin Profi. Wenn ich OBS hier rüber packe, seht ihr, es gibt diese beiden GWPs, die ich euch gezeigt habe. Und dann halt über brickmerch.de habt ihr hier immer noch den Code gratis. Hol dir einen inklusiven Sandwichladen und ab 80 Euro bekommt ihr alle drei GWPs. Das ist auf jeden Fall ein, finde ich zumindest, sehr guter Deal. So, Kamera läuft wieder. Jetzt gucken wir mal hier rein. Hoffentlich habe ich jetzt keinen Quatsch erzählt. Füllpapier. Und okay, vielleicht gibt es den Sandwichladen doch nicht mehr, weil hier habe ich jetzt die beiden Osterhasen und ich habe beide Quidditch-Koffer. Aber bei dieser Runde war der Sandwichladen nicht mehr dabei oder er war limitiert oder ist dann doch ausverkauft, wie auch immer. Aber ich habe dann hier nochmal zweimal den Harry Potter Zauberkoffer. Das heißt, wir werden den dreimal auspacken und wir haben halt nochmal diese beiden Osterhasen-GWPs. Das heißt, zwei GWPs für dann diese 80 Euro Einkaufswert ist dann okay. Ich muss jetzt einmal gucken, stand der denn bei mir in der Bestellung mit dabei? Das ist ja dann interessant mal zu wissen. Aber da würde ich jetzt auch nicht bei Lego anrufen und sagen, wegen diesem Sandwichladen, dass ich den nicht bekommen habe. Das würde mich dann nicht so sehr ärgern. Genau, der Sandwichladen wurde tatsächlich storniert aus der Bestellung. Das heißt, entweder es gibt den Code oder das Set dann doch nicht mehr, oder die sagen, oh nee, den Code kannst du nur einmal einlösen. Das kann natürlich auch sein. Wie gesagt, trotzdem, dann kann man ja trotzdem mal gucken, wie gut der Deal dann in Nissan war. Dann haben wir jetzt vielleicht mal einen Punkt, dass man mal so ein bisschen so eine kleine Set-Analyse machen kann. Also bezahlt haben wir 97 Euro für zwei Quidditch-Koffer und haben halt jetzt nur noch zwei GWPs dazu bekommen. Ne? Aber wenn wir uns das jetzt noch einmal so vor Augen halten, wie gesagt, es geht hier um diesen Quidditch-Koffer, zwei Stück für 97 Euro gekauft und wir haben 76 und 416 haben wir das Set. Das sind, wie gesagt, zwei Stück. Dann werden wir das, ups, also hier könnt ihr die Rechnung sehen, da wurde halt der Sandwich-Laden storniert. 97 Euro, also 98 Euro haben dann die beiden Koffer zusammen gekostet. Und wenn wir die dann zerlegen, kann ich ja nur einmal kurz euch zeigen, wieso, weshalb und warum ich mich für diesen Koffer entschieden habe. Also das Part-Out-Value liegt dann hier jetzt bei 226 Euro. Wenn wir auf 100 Euro aufrunden, Part-Out-Value für den Koffer oder Einkaufspreis für den Koffer, hätten wir ja das 2,2-fache am Part-Out-Value, was soweit erstmal in Ordnung ist. Es sind 1100 Teile, also auch der Teilepreis ist in Ordnung. Und was natürlich dann hier sich nochmal verändern kann, sind natürlich wie immer die Minifiguren. Und zwar, wenn wir die Minifiguren hier zerlegen, kann nochmal zurückgehen. Wir haben für alle vier Minifiguren, haben wir nur den Wert der Minifiguren bei 50 Euro. Was ich aber hier dachte, ist, dass die halt Capes haben. Und wenn wir dann hier noch einmal zusammenzählen, alle Teile einzeln, sind wir nicht bei 50 Euro, sondern bei 77 Euro. Was halt vor allem damit zu tun hat, dass hier diese Minifiguren-Cape-Teile in den verschiedenen Farben Sachen sind, die Leute auch für was anderes gerne benutzen. Und wir hatten ja eben für alle acht Figuren, also 4%, hatten wir 50 Euro. Und wenn ich jetzt nur die Capes plus das Cape-Zubehör hier markiere, haben wir schon 41 Euro. Und wie gesagt, der Einkaufspreis war bei knapp 50 Euro pro Set. Und man bekommt dann wirklich nur mit den Teilen für die Minifiguren schon über 80, 90% seines Einkaufspreises wieder rein. Deswegen hatte ich mich für das Set entschieden. Und auch so die Minifigurenköpfe, die Beine in Ten sind auch relativ beliebt. Verzeiht mir, 62 Cent das Stück, das ist in Ordnung. Und die Torsos sind für Harry Potter Torsos, weil es halt diese Quidditch-Torsos sind, auch noch relativ okay. Ihr seht dann hier 63 angeboten, 77 verkauft. Das ist eine gute Rate von Verkauf zu Angeboten. In den anderen Farben sieht es ähnlich aus. Also, wie gesagt, da würde ich empfehlen, diese Minifiguren als Minifiguren Einzelteile anzubieten, nicht als Harry Potter Figuren. Aber natürlich, ich habe das Set jetzt insgesamt ja dreimal aus zwei Bestellungen, aber es war ja nur der Vergleich.
Aber das heißt ja, hier haben wir dann schon mal das 2,5-fache, wenn wir aufrunden, also 100 € Einkaufspreis, 250 €. Und zusätzlich zu diesem Part-Out-Value von 2,5 kriegen wir ja noch die 5% in GBP, die hat man ja immer in Insider Points, die haben wir immer noch dabei. Das ist ja nochmal ein 5% Rabatt. Also sagen wir mal, um die 5 € haben wir dann dafür nochmal zurückbekommen. Dann wären wir schon bei vielleicht 2,6 Part-Out Value, ist uns der Rede wert. Und dann haben wir halt das Set 3668. Müssen wir jetzt gucken, ob das schon bei Bricklink drin ist, ob wir das zerlegen können. Das haben wir einmal dabei bekommen zu den beiden Sets. Und wir haben das Set 482. Haben wir auch einmal dabei. Jetzt gucke ich einmal, ob wir die Teile zerlegen können. Wir können sie leider noch nicht zerlegen. Beide noch nicht. Doch. Wir können das Osterhäschen können wir zerlegen. Und das alleine sind dann schon mal 72 Teile mit einem Part-Out-Value von 6 €. Also nochmal 0,5% obendrauf. Und auch ein paar coole Teile. Alleine der Faden in Leim mit 20 Cent. Das ist natürlich schon ein relativ beliebtes Teil, auch wenn hier die Anzeige falsch ist. Aber gut. Aber es sind trotzdem ein paar coole Teile drin in der Polybag. Ja, und ist jetzt natürlich hier das Spring Garden House, das 40682. Dann gucken wir es uns halt einmal auf Brickset an. Das hat ein anderes Set aufgemacht. Search 40682. Da kann man sich natürlich die Parts auch nochmal ansehen. Und da sehen wir schon, das sind nochmal 277 Parts, die wir extra bekommen. Also wir haben nochmal 350 Parts kostenfrei zum Ausparten oben drüber. Und hier seht ihr dann auch schon gerade hier die 10 Teile, die Brick Modified sind 10. Diese Säulen sind mit da drin, die sind vernünftig. Plates gehen sowieso immer. Ja, das Gelb ist so lala, aber auch hier diese Bright Yellowish Green Plates, das sind Farben, die relativ selten vorkommen, also Lime Plates. Leim-Gießkanne verkauft sich gut. Es sind schon vernünftige Sachen mit drin. Es ist natürlich nicht überragend, um Gottes Willen. Aber auch hier ein bisschen, was ist das? Das soll weiß darstellen, genau. Viele weiße Teile noch. Natürlich ist es nicht überragend gut, aber immer noch ein Deal, dass das Part-Out-Value ungefähr auf dreifache hinaus treten wird. Und dementsprechend habe ich es einfach mal mitgenommen. Wie gesagt, natürlich, wenn wir den Sandwich-Laden auch noch oben drauf rechnen, auf die erste Bestellung hat sich das natürlich noch mal mehr gelohnt. Aber ja, es ist wie es ist. Sandwich-Laden nur einmal bekommen, das ist aber wirklich kein Weltuntergang. Jetzt haben wir hier noch zwei Riesenkartons, da kann ich euch verraten, da sind die Stanley-Magazine drin. Ich wollte ja meinen Store erweitern und brauche ich jetzt nicht beide fürs Video auspacken. Aber das sind pro Karton zwei von den großen Stanley Magazinen. Das sind ja wirklich, jetzt fokussiert er so schlecht, wirklich meine Lieblingsmagazine mit den 30 Schubladen unten und den neuen oben. Und die sollen ja unten und die sollen ja da an die Wand direkt hinter mir noch gestapelt werden. Dafür kommen ja die roten weg. Und ja, da kann ich mich dann mit dem neuen Beschriftungsregel austoben. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und dann habe ich noch eine letzte Bestellung, wo ich gar nicht mehr weiß, wo kam die denn her? Ah ja, von Alternate, richtig. Alternate hatte noch ein paar Lego-Sets mit einem relativ guten Deal. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier geöffnet kriege. Die verwechseln ja auch immer ihre Kartons. Und die Deals sind leider abgelaufen schon. Also das waren hier solche Tages- oder Wochendeals oder schlag mich tot, was das war. Oh, aber ordentlich, ich wollte erst sagen, ordentlich eingepackt, aber leider dann doch miserabel eingepackt. Also haben sie dann jetzt hier in den Karton gepackt mit der Folie, dass hier alle Kartons eingedrückt werden. Das ist natürlich schade. Sollte man so nicht verpacken, liebes Alternate-Team. Wenn man nämlich dann sich die Sachen doch aufheben möchte, warum auch immer, ist das nicht so schön. Aber auf jeden Fall hatten sie in ihren Tagesdeals den Lego Technik, ja, die Müllabfuhr hatten sie mit drin. Da habe ich gedacht, ich brauche mal wieder ein paar Lego Technik Teile im Sortiment und zu dem Preis, zu dem sie das hatten, hat das für mich Sinn gemacht. Ich finde auch die weißen Technikpaneele, wäre das jetzt wieder irgendwie so pink, hellblau oder sonst was, würde ich sagen, ja, okay, brauche ich nicht. Aber da habe ich gedacht, einfach mal um das Technikangebot aufzuwerten, kann man das machen.
Dann haben wir die Kartons, haben am meisten gelitten, ist aber nicht schlimm. Ich hatte ja schon viermal das Spider-Man-Set gegen Sandman hier. Habe ich jetzt noch zwei weitere Male bestellt. Ich habe es, glaube ich, schon einmal mir zurückgelegt, falls ich es mal doch irgendwann selber aufbauen will, weil ich ja Marvel so gerne mag. Und das heißt, vier oder fünfmal werde ich es jetzt auspacken. Der Preis war einfach wieder so gut. Das ist ähnlich wie mit dem Indiana Jones Set. Man hat immer so ein Set im Markt, was man ständig extrem rabattiert bekommt. Und im Moment ist es halt hier dieses Spider-Man Set. Und deswegen habe ich gedacht, dass ich es mindestens fünfmal auspacken kann. Schadet ja nicht. Sind ein paar coole Teile im Store. Und die Minifiguren muss ich ja nicht alle anbieten. Ich habe ja da oben steht meine Kiste, wo ich die Sachen sammle. Und hier das Disney-Obenhaus, da ist auch der Karton komplett zerstört angekommen. Und in dem Fall hier könnte mich das sogar ärgern, weil das Disney-Obenhaus hat meine Frau schon bekommen. Warum habe ich es dann nochmal bestellt? Ich will es auch nicht ausparten. Und zwar war mein Gedanke dahinter, es gibt auf Rebrickable gute Anleitungen, dass man aus zwei Modellen ein größeres, schöneres Haus macht. Und wenn wir daran kein Interesse haben, habe ich gedacht, dass das sicherlich ein Set ist, weil der Film so beliebt ist, die Figuren sind beliebt, das ist auch eigentlich ein schönes Set, dass man das dann irgendwann als komplettes Set verkaufen könnte. Jetzt sieht natürlich der Karton so aus, dass man sich sagt, hey super, das kann ich mir niemals zurücklegen und irgendwann mal als komplettes Set weiterverkaufen, wenn es denn dann End of Life ist. Das ist natürlich sehr schade. Ich hoffe jetzt, dass die Version von meiner Frau ein bisschen ordentlicher noch aussieht, der Karton. Dann kann meine Frau erstmal die Version aufbauen. Und dann können wir immer noch schauen, ob wir dann den Karton, den wir hier drüben haben, schon zurücklegen. Oder sie sieht das Haus nachher. Sie weiß ja von der Rebrickable-Anleitung, wo man aus 2 1 machen kann. Ich glaube, kostet 5, 6 oder Euro oder so die Anleitung. Vielleicht sagt sie dann auch, hey, das will ich sofort machen. Und dann wäre es auch egal, wie der Karton aussieht. Aber ja. Schade eigentlich. Bisher hat Alternate immer gut eingepackt. Dieses Mal habe ich da echt schlechte Erfahrungen mitgemacht. Gut, müssen wir durch. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch eine Bestellung zu packen. Auch eine Bestellung, die mich sehr freut. Da werdet ihr dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen in meinem Vlog das sehen. Weil in der Bestellung kann ich ja schon mal ein bisschen teasern. Erstmal ist es eine teilemäßig sehr gute. 128 Lots. Viel zu tun. Ich hampel im Moment. Ich liebe im Moment Bestellungen, die kommen. Ob viele oder wenig Lots. Mir macht einfach hier das Bestellungen packen Spaß. Ich kann ja mal hier so umschwenken. Das ist schon anders und schöner, als ich das vorher beim Store hatte. Und das macht wirklich Spaß, hier an der Wand entlang zu laufen. Und wenn ich mir den Wagen noch aufbaue, oh, vielleicht wird es dann noch mal besser. Das wird schon ganz gut. Cole ist oben. Endlich umgezogen. Aber ja, es sind 128 Lots, 562 Items. Und mit einer schönen und netten Nachricht dabei, die mich ja immer wieder freut, vom lieben Martin. Hallo Dennis, kann gerne auf YouTube, ist für die Kinder zum Vervollständigen und ein Teil soll dann in Zukunft auch in meinen Store, um ein paar mehr Lots zu bekommen. Liebe Grüße, Martin. Ja, das freut mich wirklich sehr. Ich freue mich ja immer, wenn ihr unter anderem durch mich inspiriert, auch eure eigenen Bricking Stores aufmacht. Das macht Spaß und er hat 2 Karotten gekauft oder orangene Einhorn. Hörner. Aber die Bestellung seht ihr dann in meinem Blog. Und ja, ich bringe jetzt Altpapier raus, bringe die Partout-Sachen auf den Partout-Haufen und dann gucke ich, ob ich den Wagen aufbaue, während ich das Video hochlade. Und dann seht ihr in den Vlogs, wie sich das entwickelt hat und ob der Wagen, der hier steht, zu was zu gebrauchen ist oder ob das eine Fehlinvestition war. Wir werden es sehen. Und halt den P-Touch wollte ich testen, wenn ich dann die 4 Magazine, die ich habe, da oben mit festgeschraubt habe, werde ich die sicherlich mit dem P-Touch schon mal beschriften und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Also dann, jetzt haben wir schon wieder 23 Minuten gequatscht. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen, danke für den ganzen Support, danke für die Bestellungen, die mir jetzt noch mehr Spaß machen als vorher im Keller unten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.